Cordatus flog mit mir und Mausewitz zu einer abgelegenen Küstenregion. Ein grässliches Gewitter tobte und Steine bröckelten von der Klippe auf uns herab, als Cordatus mit geschwellter Brust das Wort eröffnete. Quint! Hey, Quint! Ich komme, um mit dir zu sprechen! Bist du da? Quint! Wenn du da bist, komm heraus! Du bist in Gefahr! Er antwortet nicht. Was ist das hier für ein Ort? In dieser Felswand befand sich früher eine versteckte Kammer, die Quint dort errichtet hatte. Er ließ eine Tür in den Stein ein, durch die man in einen seiner Beobachtungsräume gelangte. Na sowas. Es war einer seiner Lieblingsorte. Man fand ihn oft hier. Meistens dann, wenn er über irgendetwas nachdenken wollte. Es ist wirklich nicht zu fassen. Dieser Seeschaumkönig möchte sich nicht dazu überreden lassen, mich zum Herrscher seines Reiches zu ernennen. Vielleicht solltest du aufhören, ihn dazu zu überreden und anfangen, ihm etwas dafür anzubieten. Ob ihm eine Grotte gefüllt mit Gold reichen wird? Möglich. Geh zu ihm und handle mit ihm. Ach, weißt du, es wäre viel einfacher, wenn ich ihn einfach auf meine Art dazu bringen könnte. Ja, aber du bist nicht hier, um es auf deine Art zu machen. Du bist hier, um zu lernen, es auf die Menschenart zu machen. Die Menschenart ist es also, dumm aneinander vorbeizureden, bis einer klein beigibt? Nein, es ist ein Handel, ein Kompromiss. Hör auf, alles als Sieg oder Niederlage zu sehen. Es geht darum, dass beide Seiten gewinnen. Das ist mal was Neues. Außer mir weiß niemand von diesem Versteck. Daher nahm ich an, er würde hier vielleicht auf mich warten. Mein Herr, bei allem gebührenden Respekt, er wird euch nicht erwarten. Jedenfalls nicht hier. Wäre er da, könnte ich die Tür finden. Und jetzt? Weiter zum nächsten Ort. Mein Herr, kommt hier rauf! Das war knapp. Es ist gefährlich hier. Vielleicht ist es nicht die beste Idee, dich mitzunehmen, James. Bei euch wird's wohl sicherer sein, als wenn ich zu Hause rumsitze. Das könnte stimmen. Ich werde dabei bleiben. Wer weiß, ob ihr mich vielleicht noch gebrauchen könnt. Es freut mich, dass du das so siehst. Nun komm! Wer könnte das sein? Machst du auf? Ich traue mich kaum, mich hier zu bewegen. Klar, mach ich. Bleib hier unten. Ich denke nicht dran, aufzustehen. Hallo? Guten Morgen. Ich komme im Auftrag der Bundespolizei, um Sie persönlich von der akuten Erdbeben- und Sturmgefahr zu warnen. Danke. Es wird Ihnen dringend nahegelegt, einen Schutzraum aufzusuchen und ihn nicht mehr zu verlassen. Ja, wir verbarrikadieren uns gerade in meinem Keller. Wir empfehlen Ihnen, sich zum öffentlichen Schutzraum in der Ahornallee zu begeben. Er bietet genügend Platz für die gesamte Stadtbevölkerung. Nein, danke. Wir bleiben lieber hier. Nicht unnötig das Haus verlassen. Wie Sie wünschen. Wenn Sie mit weiteren Ihrer Nachbarn sprechen, leiten Sie bitte diese Warnung weiter. Durch den Zusammenbruch des Telefonnetzes ist es für uns schwierig geworden, flächendeckend alle Haushalte zu erreichen. Sicher, machen wir. Vielen Dank. Ich gehe mal weiter. Schönen Tag noch. Ja, auf Wiedersehen. Wer war das? Ein Beamter vom Rathaus. Es wurde jetzt offiziell empfohlen, sich zu verstecken. Ich hoffe nur, dass das auch reichen wird. Ja, das ist wirklich heftig hier. Ich wüsste zu gern, wo James und Mausewitz stecken. Ich auch. Hoffentlich ist alles in Ordnung. So, da wären. Wo? Bei Quints zweitem Versteck. Hier ist doch nichts als das Meer weit und breit. Das Versteck befindet sich auf dem Meeresboden, mein Freund. Oh. Hier hatte er damals eine unterseeische Grotte, in der er sich gerne ausruhte. Oft nutzte er sie, um der Bewegung des Wassers zuzusehen oder sich von anstrengenden Tagen zu erholen. Ach, ist es nicht wundervoll hier unten? Ja, Quint. Es ist beeindruckend. Ich bin immer wieder über meine eigene Freude an solchen Dingen erstaunt. Dadurch streife ich das ganze Multiversum nach interessanten Erlebnissen, aber kann mich ganze Tage einfach auf den Meeresboden in einem ganz normalen Universum legen und bin vollkommen zufrieden damit. Es ist für mich etwas Neues, muss ich zugeben. Ich habe mir noch nie die Zeit genommen, dem Wasser zuzusehen. Oh, das solltest du öfter tun.
Wasser ist großartig. Es ist ruhig und entspannt, aber kann wild und aufbrausend sein. Es ist kühl und frisch, dunkel und tief und dabei kann es jederzeit aufschäumen, das Licht in allen Farben brechen oder abflachen. Wie du es beschreibst, klingt es so, als wärst du selbst ein Teil des Meeres. Du wirst lachen, aber im Grunde geht es mir wirklich so. Wenn ich hier liege und ins Wasser starre, fühle ich mich irgendwie zu Hause. Es ist faszinierend. Ist es nicht so? Er war gerne. Wenn ich zu Besuch war, konnte er sich mir hier stets am besten anvertrauen. Vielleicht liegt er dort unten und wartet darauf, dass ich ihn finde. Wenn ihr meint. Herr, ich möchte bitten, hier oben zu warten. Das aufgewühlte Meer weckt nicht gerade mein Vertrauen. Wie du wünschst, Mausewitz. James, kommst du mit nach unten? Wenn ihr mir dabei helft, nicht zu ertrinken, komme ich gerne mit. Sehr schön. Hier, klettere in diese Blase und lasse dich von ihr hinabtragen. Ich schwimme voran. Folge meinem Licht und du wirst nicht verloren gehen. Wer ist das denn jetzt wieder? Ich gehe mal nachsehen. Aber sei vorsichtig. Die letzten zwei Erdbeben waren echt heftig. Ich passe auf. Guten Tag. Ah, Sie schon wieder. Ja, ich komme, um eine weitere Warnung auszusprechen. Durch das Gewitter in den Bergen ist der Blaubach über die Ufer getreten. In den Talgebieten der Stadt kommt es zu Überflutungen. Sollte die Lage sich weiter verschlimmern, sollten Sie sich auf höheres Gelände begeben. Ja, sicher. Ich bin wieder weg. Auf Wiedersehen. Ja, bis später. Wer war das jetzt? Wieder dieser Beamte. Scheinbar besteht jetzt auch noch Flutgefahr. Oh je, ich frage mich, ob nur unsere Stadt das alles abbekommt. Das Handynetz ist tot. Ich habe kein Internet. Ich glaube nicht, dass das nur in Bluewood passiert. Was für ein Ziel könnte Quint damit verfolgen? Tja, ich wünschte, ich wüsste es. Irgendeinen Plan muss er ja haben. Kein Zeichen von ihm. Er taucht nicht auf, er spricht nicht mit uns. Nichts. Aber das alles kann doch kein Zufall sein. Nein, irgendwas muss hier passieren. Und ich bin mir sicher, dass es bald sein wird. Jetzt geht wieder das Gewitter los. Ich hole Kerzen. Ja, gute Idee. Ich glaube, ich habe da hinten in der Schublade welche gesehen. Ja, ich habe alles hier unten. Gut vorbereitet. Klar, ich wusste schon immer, dass irgendwann die Apokalypse vor der Tür steht. Auch wenn ich es mir anders vorgestellt hatte. Ja, irgendwie schmutziger. Nur ein Grund mehr, Quint zu verdächtigen. Das alles wirkt einfach zu unnatürlich. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Sache hier auszusitzen. Puh, aufregend. Hattest du Schwierigkeiten beim Tauchen? Nee, keine Klagen. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Die Luftkuppel steht noch. Dunkel hier unten. In der Tat. Wir sind tief unter der Meeresoberfläche. Könnt ihr etwas erkennen? Genug, um sagen zu können, dass Quint nicht hier ist. Wäre er es, hätte er uns bereits gegrüßt. Meint ihr, hätte er uns nicht vielleicht eher rausgeworfen, wenn wir hier ungebeten reinkommen? Das hat er nie getan. Kann sich ja geändert haben. Ich denke nicht. Wenn er nicht mit uns reden will, dann wird er einfach verschwinden, bevor wir ihn erreichen. Ja. So würde ich ihn auch einschätzen. Was nicht heißen soll, dass das der Grund für seine Abwesenheit ist. Wir haben noch einige weitere Orte zu besuchen, James. Auf! Kletter wieder in deine Blase und wir steigen zurück zur Oberfläche. Wird gemacht. Was ist denn das auf einmal? Es brennt. Das ist Feuer. Wie kann denn einfach plötzlich Feuer ausbrechen? Frag mich nicht. Ich weiß auch nicht mehr als du. Schon wieder. Ach, das ist bestimmt wieder dieser Beamte, der uns warnen möchte, dass jetzt auch noch Waldbrände ausgebrochen sind. Machst du auf? Muss ich ja wohl. Hallo? Guten Morgen, Wählerin. Herr Bürgermeister? Bitte nennen Sie mich George. Ich bin als Privatperson hier. Was kann ich für Sie tun? Ich suche Unterschlupf vor dem Sturm, bevor das nächste Erdbeben losgeht. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Wie bitte? Wieso ausgerechnet hier? Haben Sie keinen privaten Schutzraum, oder... Ich fürchte, mein Schutzraum ist unter einer Steinlawine verschüttet worden und Ihr Haus ist das einzige in der ganzen Straße, das einen Schutzraum im Keller hat. Nun, na gut, kommen Sie rein. Oh, vielen, vielen Dank, gnädige Frau. Sofern die Stadt nächste Woche noch steht, werde ich persönlich dafür sorgen, dass Sie jede Sonderbehandlung bekommen, die ich ermöglichen kann.
Sie haben es hier wirklich gemütlich, Miss Smith. Danke, George. Maggie, was ist denn? Huch. Ach, guten Morgen. Sie treffe ich also auch hier? Ja, hallo, Herr Bürgermeister. George, ich bin nur privat hier. George? Sie wollen sich hier also auch verstecken? So ist es. In Notzeiten wie diesen beweisen wir Bewohner von Blut unseren Zusammenhalt und unsere Nächstenliebe. Ja, Maggie, können wir uns kurz unterhalten? Bitte, ja. Sie machen es sich am besten gemütlich hier, George. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich das tue. Ja. Was will der Bürgermeister hier? Er will sich verstecken. Ich finde es extrem verdächtig. Da stimmt doch was nicht. Nein, es ist viel zu schräg. Es passt zu der Theorie, weißt du? Dass er Bescheid weiß, was hier los ist. Ja, irgendwie schon. Was ist, wenn... Oh Gott, was, wenn der Bürgermeister gar nicht er selbst ist? Was? Was, wenn Quint nur seine Gestalt annimmt? Er benimmt sich so komisch. Fast so, als würde er eine Rolle spielen. Vielleicht ist das Teil des Spiels. So etwas wie Verstecken. Du glaubst immer noch, dass wir in Quints Spiel gefangen sind? Alles, was wir sehen, spricht dafür. Der Abschnitt von der Außenwelt. Die eigenartig sterile Apokalypse da draußen. Und jetzt stattet uns der Bürgermeister einen Privatbesuch ab und möchte sich bei uns vor dem Wetter verstecken. Sieh ihn dir an, wie er da sitzt, mit den Daumen dreht, uns im Blick behält. Du hast recht. Das muss es sein. Die Frage ist, was wir jetzt machen sollen. Wir tun so, als wäre es nichts. Wir finden erstmal heraus, ob er wirklich Quint ist oder von ihm angeheuert wurde. Sonst machen wir uns noch völlig zum Deppen. Ist gut. In Ordnung. Da wären wir. Warte noch. Quint wollte nicht, dass ihn jemand hier stört. Der Eingang war übersät von Fallen. Was hat er denn hier getrieben? In diesem Berg haben wir uns getroffen, um über die Menschheit zu reden. Du kannst es einen Diskussionssaal nennen. Hier habe ich ihm Geschichten von den Menschen erzählt. Und hier fanden viele unserer Treffen statt. In der Zeit, als ich ihm den Wert des Lebens beibringen wollte. Wieso sind die Menschen derart hartnäckig? Sie sind entschlossen. Sie geben niemals einfach auf. Aber wieso ist das so? Sie sind so klein und unbedeutend. Selbst ihre größten Heldentaten verblassen gegen die schiere Größe des Universums. Du meinst, nur weil sie nicht auf kosmischer Ebene handeln wie du, sind ihre Taten bedeutungslos? Für sie selbst vermutlich nicht. Für mich aber schon. So zu denken ist nicht richtig, Quint. Nur weil dein Maßstab ein viel größerer ist, heißt das nicht, dass alles unterhalb davon nicht ebenso wichtig ist. Es fällt mir schwer, Ängste und Nöte ernst zu nehmen, die derart wenig Einfluss auf das große Ganze haben. Stell dir vor, du hättest nicht deine gewaltigen Kräfte. Du wärst nicht unsterblich, du könntest nicht aus deiner Welt ausbrechen und du wärst an eine sterbliche Hülle gebunden. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Aber lass dich mal auf das Gedankenexperiment ein. Nun stell dir vor, du bist sterblich, machtlos und an das gebunden, was du hast. Und nun denk darüber nach, was für dich eine große Tat bedeuten würde. Im Rahmen dieser Möglichkeiten wäre es vermutlich eine große Tat, überhaupt am Leben zu bleiben. Ja. Menschen, die große Heldentaten vollbringen, tun das im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sie überschreiten ihre Grenzen, um Dinge zu erreichen, die für sie nicht alltäglich sind. Und warum tun sie das? Warum setzen sie ihr begrenztes Leben aufs Spiel, um solche Dummheiten zu tun? Weil ein Mensch nur durch die Erinnerung anderer Menschen unsterblich werden kann. Die Angst vor der Vergessenheit treibt sie dazu, sich in das Gedächtnis der anderen einzubrennen. Also definieren sich Menschen durch ihre vergebliche Suche nach Unsterblichkeit. Wenn du es so zynisch ausdrücken willst, ja. Putzig. Damit kein Unglück geschieht, werde ich allein hineingehen. Sollte ich Quint finden, hole ich euch zu uns. Wartet so lange hier. Ja, in Ordnung. Wie ihr wünscht, mein Herr. Was ist denn, Mausewitz? Ich fürchte mich, James. Was? Das heißt, wie bitte? Vor was fürchtest du dich? Siehst du es meinem Herrn nicht an? Er ist unsicher. Unsicher? Er? Also, den Eindruck macht er auf mich nicht gerade. Er zweifelt selbst daran, ob seine Entscheidung die richtige war.
Er will Quinn sein Vertrauen schenken. Aber er tut es nicht aus voller Überzeugung. Du meinst, er glaubt selbst nicht, dass Quint unschuldig ist? Wieso würde er nach ihm suchen, wenn er sich sicher wäre, dass er nicht hinter all dem steckt? Vielleicht, damit Quint bei der Beseitigung des wirklichen Problems helfen kann? Wenn er das tun wollte, hätten wir ihn längst gefunden. Mit jedem leeren Versteck schwindet die Hoffnung auf eine einfache Lösung. Was ist denn, wenn wir Quint nicht finden? Dann können wir nichts weiter tun. Er könnte überall sein. Vielleicht ist er nicht einmal in diesem Universum, sondern sieht uns von seiner Beobachtungsblase im Kontinuum aus zu. Wenn er wirklich nicht gefunden werden will, hat selbst mein Herr keine Chance, ihn aufzuspüren. Aber es ist doch eigentlich in Quints eigenem Interesse, mit Cordatus zu sprechen, oder nicht? Wenn er wirklich unschuldig ist, ja. Hätte er nichts zu verbergen, könnte er sich zeigen. Dass er das nicht tut, ist verdächtig. Ich verstehe es nicht. Quint hat doch Frieden geschlossen. Er hat doch versprochen, so etwas nicht mehr zu machen. Ein Versprechen des Chaos Gottes ist nichts wert. Es kann alles genauso geplant sein. Vielleicht wollte er nur Frieden schließen, um den Herrn gegen die anderen auszuspielen, bis es zu spät ist, um noch etwas gegen den Schaden ausrichten zu können. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Naja, glaubst du, er würde das wirklich tun? James, ich bin davon überzeugt, dass Quint alles tun würde, um sein Spiel zu gewinnen. Wie er schon sagt, er will eine Revanche. Es fällt mir schwer, etwas dagegen zu sagen, aber trotzdem kommt mir das zu perfide vor, als dass Quint so böse sein könnte. Hat dich ganz schön eingewickelt mit seinem Gerede, was? Vergiss nicht, dass er der Feind ist. Er wollte schon mehr als einmal die ganze Welt übernehmen. Und wenn man den Geschichten Glauben schenken kann, hat er in der Vergangenheit sogar noch weitaus Schlimmeres getan. Da bin ich wieder. Ihr scheint ihn nicht gefunden zu haben? Nein, leider nicht. Er ist nicht hier. Wir stehen euch zur Seite, Herr. Danke, Mausewitz. Also dann, auf zum nächsten Ort. Jawohl. Mausewitz, was? Mein Herr, spürt ihr das auch? Ja. Was denn? Da ist jemand. Am Fuße des Berges. Ich kann seine Präsenz bis hier oben spüren. Es muss eines der Ratsmitglieder sein. Ist das ein Problem? Natürlich nicht. Aber dass er hier ist, weckt meine Neugier. Wohin könnte er wollen? Keine Ahnung. Wir werden ihm unauffällig folgen. Kommt auf meine Wolke. Was ist das hier für ein Canyon? Gute Frage. Auf den Karten hier ist nichts eingezeichnet. Und wo? Psst, ich sehe ihn. Da unten. Es ist Marzek, der Menschenfreund. Was könnte er hier in der Gegend zu suchen haben? Das werden wir hoffentlich beobachten können. Mausewitz, begib dich auf den Boden und halte dich in seiner Nähe. Versuch ihn zu belauschen. Jawohl, mein Herr. Da. Er bleibt stehen. Wir verhalten uns ruhig. Keinen Ton. Verstehst du, James? Gut. Was ist an dieser Wand so besonders? Identifizieren Sie sich. Ich bin es. Mr. Marzek? Ja. Eine Sekunde. Agent Jackson kommt augenblicklich nach draußen. Ich warte. Eine Geheimtür. Was könnte das? Agent Jackson, wie schön, Ihr Gesicht zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits, Mr. Marzek. Was verschafft uns die Ehre dieses Treffens? Ich habe etwas für Sie. Einen Auftrag? So in der Art. Ich habe Informationen für Sie. Verbunden mit einer Bitte. Ich bin ganz Ohr. Ihnen sind die Gewitterstürme und Erdbeben nicht entgangen, nehme ich an? Selbstverständlich nicht. Aus diesem Grund haben wir Alarmstufe Rot für die gesamte Alpinanlage ausgerufen. Nun, das wird Ihre kostbaren Objekte nicht schützen können, fürchte ich. Wir haben es hier mit etwas Übernatürlichem zu tun. Mit einer Kreatur? So kann man es ausdrücken. Das Wesen, das für diese Ereignisse verantwortlich ist, steht weit über ihren Einordnungen und Klassifizierungen. Wir haben es hier mit einem leibhaftigen Gott zu tun. Mr. Marzek, Sie haben meine volle Aufmerksamkeit. Ich werde Ihnen alles erzählen, was ich sagen kann. Aber nicht hier draußen. Wir mögen weit ab von allem sein, aber ich möchte sicher gehen, dass wir nicht belauscht werden. Natürlich, kommen Sie herein in mein Büro. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Das wäre ganz reizend. Mausewitz, komm hierher. Herr,
Hast du das Gespräch mitverfolgt? Ja, Herr, das habe ich. Marzek hat dem Menschen von Quint erzählt. Augenscheinlich will er ihn dazu bringen, ihn bei der Jagd zu unterstützen. Wieso denn das? Was ist an diesem Kerl so besonders, dass er von einem Naturgeist um Hilfe gebeten wird? Er selbst ist nicht der Besondere. Es ist die Organisation, für die er arbeitet. Und was ist das für eine? Es ist eine Vereinigung von Monsterjägern, wenn du so willst. Herr, meint ihr etwa, es handelt sich bei diesem Mann um einen Agenten der Stase? Dessen bin ich überzeugt. Stase? Was? Ich verstehe nicht. Eine Gruppe von unerschrockenen Menschen tat sich vor vielen Jahren unter Marzeks Anleitung zusammen, um hier in den Bergen südlich von Deutschland ein Gefängnis zu bauen. Eine unterirdische Einrichtung, in der sie alle Monster, Kreaturen und magische Geschöpfe einsperren konnten, die sie in die Finger bekamen. Für Menschen waren sie erstaunlich effizient und man sagt, dass ihr Hauptquartier eine uneinnehmbare Festung ist. Das kann ich zwar nicht bestätigen, aber ich habe dennoch meinen Respekt vor ihnen. Wow, was es nicht alles gibt. Wir haben also einen Eingang in die Anlage gefunden, wie mir scheint. Was für ein interessanter Zufall, dass sie ihn hier aufgeschlagen haben. Kaum 2 Kilometer von einem der wichtigsten Rückzugsorte für Quint. Was hat das zu bedeuten? Sind diese Typen eine Gefahr für ihn? Daran habe ich ernsthafte Zweifel. Es sind Menschen. Sie können ihn weder finden noch festhalten. Dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Um Quint mache ich mir keine Sorgen. Viel eher um dich, James. Um mich? Und um deine Freunde. Marzek wird den Agenten mit Sicherheit alles erzählen, was du dem Rat berichtet hast. Das bedeutet, ihre Suche wird sie nach Bluewood führen. Und was tun diese Agenten, wenn sie einen in die Finger bekommen? Schwer zu sagen. Sie sind bekannt dafür, alles Erdenkliche zu tun, um ihr Ziel zu erreichen. Alles im Namen der Weltsicherheit. Und für eine Beute wie Quint werden sie vor nichts Halt machen, sollten sie provoziert werden. Oh Mann. Ich hätte ahnen sollen, dass Marzek sich an die Stase wenden würde. Verzeih mir, James, für meine Unachtsamkeit. Ach, schon gut. Irgendwie kommen wir schon damit klar. Das stellt uns vor eine Herausforderung. Ich muss wohl vorerst alleine weitersuchen. James, dich und Mausewitz setze ich zu Hause ab. Was? Wieso? Du musst deine Freunde warnen und ihnen helfen, mit den Stase-Agenten fertig zu werden. Ich? Könntet ihr mir nicht dabei vielleicht helfen? Mausewitz ist ja bei dir. Ich möchte mich ungern in der Stadt zeigen, wo zu viele neugierige Augen auf mich gerichtet sind. Vergiss nicht, James, dass deine Mitmenschen nichts von alledem hier wissen. Ja, verstehe. Keine Angst, James. Wenn wir nicht alleine weiterkommen, kann ich den Herrn immer noch anrufen. Hurtig brachte Cordatus mich und Mausewitz nach Bluewood und setzte uns am Stadtrand ab. Er sah besorgt über die Stadt hinweg und entschwand dann wieder mit seiner Wolke, um weiter nach Quint zu suchen.